Vor dem Hintergrund dieses aufziehenden Sturms fordert König Argeleb von Arthedain die Herrschaft über ganz Arnor. Während Cardolan einwilligt, kommt es in Rhodor zu einem Aufstand der Hügelmenschen. Diese werden angeführt von Valdar, einem Hügeltain in Diensten Angmars. Um den Aufstand niederzuschlagen, lässt Argeleb Valdar gefangen nehmen und marschiert in Rhodor ein. Doch darauf hat Angmar nur gewartet und besetzt das schwächste aller Königreiche der Dúnedain. Und so wird die Machtgier eines Einzelnen zur Chance für den Hexenkönig. Eine Chance, die er mit beiden Händen ergreift. Vor seiner Gefangennahme hat der Valdar heimlich Anhänger um sich geschart. Selbst jetzt sind unsere Spione unter ihnen. Es gibt in dieser Gegend 4 Dörfer der Hügelmenschen. Wir müssen sie finden und all jene erschlagen, die gegen uns sind. Wenn wir Valdar aus dem Vorposten im Süden befreien, bevor wir in den Dörfern Aufstände schüren, schließen sich uns mehr Hügelmenschen an. Der Hexenkönig ist hier und wir sind an seiner Seite. Er schürt einen Aufstand der Hügelmenschen, indem ihr alle Krieger und so weiter. Hört mir zu, ihr Magen! Ja, wir müssen erst das hier unten machen. Okay. Machen wir. Ich bringe den Besten den Tod. Ich weiß gar nicht, ob wir da mit so vielen Truppen hin müssen. Was zum Bauen haben wir hier nicht? Nee, haben wir nicht. Keine Widerrede, ihr Würmer! Das Ende des Westens. Ich glaube, die Katapulte lasse ich hier. Die sind mir nur zu langsam. Dieses Land wird leiden. Linie halten! Ich werde sie. Das Blut vergießt. So, lauf da! Ja, genau, hier war noch kein Ort in der Nähe. Ich dachte schon nicht, dass wir hier schon auf die erste Stadt oder das erste Dorf getroffen sind hier. Der Feind ist nicht weit. Dieses Lager des Feindes entdeckt. Ihr kämpft für die Leute. Okay. Sie sind schwach. Nicht etwas gebrochen. Oh ja, hier ist viel los. Ja, jetzt hätten sich die Katapulte doch ausgezahlt. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Mal gucken. Vielleicht kommen sie zu spät. Wir schauen mal. Ach, das sind Weinde. Oh. Oh. Ah, ich dachte schon, ich kann die eigenen Einheiten damit zerstören oder anditschen. Ah, sehr gut. Der Hexenkönig ist schon auf Level 5. So, da könnt ihr auf jeden Fall rauf zielen. Sie sind hier. Auf in die Schlacht! Gehorcht! Sie werden bluten. Ja, wir haben ja fast alles verloren hier. Ich glaube, ja, es sind nur noch die Helden übrig. Nur die Starken überleben. Na los, Feuer. Es gibt keine Hoffnung. Das Ende des Westens ist nah. Sie sind so stark. Ja, okay, dann geh lieber. Dann geh lieber etwas in Sicherheit. Wir haben ein Lager des Feindes. Legionen, marschiert! König der Könige! Weil der Hügeltain ist frei! Tod allen Dúnedain! So, rauf da. Ich kenne die Hügel. Ich werde mich rächen. Ja, er heilt sich. Das ist schon mal gut. Und dann geht ihr beide jetzt hier rauf. Ja, viel Schaden machen sie nicht. Aber der muss weg. Und dann leveln wir hier den Helden, den neuen Helden hier gleich mit. Ich traue mich immer nicht, die Namen auszusprechen. Ich spreche die sowieso falsch aus. Ich werde siegen. Ah, die kriegen wir gleich noch mit. Oder haben wir die schon? Ah, die haben wir schon.
Schneller, oder ihr lernt meine Keule kennen. Ich bringe dem Westen den Tod. Keine Widerrede, ihr Würmer. Nur, wir nehmen das einfach mal mit ein. Die Stunde ist gekommen. Das Ende des Westens ist nah. So, können wir schon für die Zukunft Orks rufen. Verstärkung ist immer gut. Gerade wenn wir jetzt nur noch die Helden haben. Das Gebäude gehört jetzt dem Hexenkönig. Ihr macht, was euch gesagt wird. Ruhe, ihr Mann. Gut. Na gut, ein paar haben wir ja noch. Also, wir brauchen die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich werde mich rächen. So, dann geht es jetzt in das erste Dorf hier. Da sind wenigstens keine Türme. Ich werde siegen. Ja, warten wir mal, bis alle hier sind. Dieses Land wird leiden. Wir haben den Feind gesehen. Tod alle Dunedain. Ah, die... Oh, die hauen gleich ab. Ja, okay. Na, ein bisschen hier. Na, wir marschieren. Folgt mir. Okay, da hinten. Nehmen wir noch mit hier. Folgt mir. Ich bringe dem Westen den Tod. Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Gehorcht. Quer hoch. Ich werde siegen. Ja, warten wir mal kurz vor dem Dorf. Dass alle mitkommen, nicht dass der... Könnte ich den eigentlich... Ah ja. Wir lassen ihn mal absteigen. Wir können... Er kann ja nachher wieder aufsteigen, denn reitet er nicht so alleine nach vorne. Meine Stunde ist gekommen. Wo ist eigentlich der Troll? Der Troll ist gar nicht mitgekommen. Ich bringe dem Westen den Tod. Der Feind ist nicht weit. Folgt mir. Oh, hier müssen wir helfen. Sie werden bluten. Ja, da ist jemand aufgelevelt, das ist gut. Sie sind schwach. Wir marschieren. Keine okay. Widerrede, ihr Würmer. Das waren alle Kisten. Ich bringe dem Westen den Tod. Ich werde siegen. Wir haben ein Gasthaus entdeckt. Der Feind ist. Ja, wir kämpfen erstmal. Das Gasthaus nehmen wir noch nicht mit. Das Blutvergießen hat begonnen. So, und einnehmen. Was bleibt, wird Asche sein. Ich glaube, das generiert uns denn auch... Ah, oh, wir könnten sogar Soldaten zurufen. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. Ich dachte, das würde uns Rohstoffe geben oder produzieren. Dieses Land. Ihr macht, was euch gesagt wird. Die Schlacht wartet. Ich werde mich rächen. So, und es gibt nur noch einen. Ich werde siegen. Da ist es. So. Die sind auch sehr schnell mit dem Ziehen des Katapults. So. Die Truppen werden angegriffen. Ah, es könnte vielleicht sogar der größte feindliche Armee sein. Das Ende des Westens ist nah. Ah, nee. Ja, kämpft da weiter. Sehr gut. Ja. Sie sind hier, Mann.
Und gleich ein weiter. Der Feind greift unsere Truppen an. Die ziehen in die Schlacht. Das schafft er, glaube ich, alleine. Die. Irgendwie. Nun, dass sich die Hügelmenschen gegen Arno erhoben haben, wird es Zeit, Rudor niederzuwerfen. Jetzt trotzen uns nur noch die beiden Festungen im Westen. Unsere Zuchtmeister werden die aufständischen Hügelmenschen in die Schlacht führen. Baut einen Vorposten, hebt eine Armee aus und verheert das Land. Okay, ja, das sah auf jeden Fall nicht wenig aus. Somit bauen wir hier. Ich befehlige die Leibeigenen. Wen soll ich unserem Banner unterstellen? So, hier können wir jetzt auswählen, was für Einheiten wir haben wollen. Ich wähle einfach mal ein bisschen was. So, das. Und so, das sind die Truppen. Die stellen wir mal hier nach vorne. Ich bringe Angmarsch Steine und Eisen. Dort können wir nichts machen. Aber da. Ist jetzt die Frage, ob wir auch angegriffen werden oder ob die warten. Ah, hier können wir noch was einnehmen. Zu ihr, Magen. Unser neues Gebäude ist fertig. Macht sehr euch bereit gut zu bauen. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Ihr wartet Arbeit. Das Gebäude auf euch, gehört jetzt dem Hexenkönig. Können wir hier gucken? Wo waren denn die Pferde sozusagen? Ich glaube, wir stürmen einfach gleich los. Ich bin der Erbe des dunklen Herrschers. So, du kannst wieder auf dein Pferd schwingen. Menschen aus Angmar. Wir haben kein Pferd. Auch kein Pferd. Schade. Ich warte auf die Befehle des Hexenkönigs. So. Einmal rundherum schön das bauen. Dauert aber lange. Die Dunkelheit der Ziegen. Meine Stunde ist gekommen. Die neue gekommen. Festung des Hexenkönigs ich ist bereit. Siegen. Gut, Festung ist bereit. Ich bringe Angmar Steine und Eisen. Baut es stark. Unser neues Gebäude ist so, dann können wir. Was brauchen wir denn auf jeden Fall? Die Dunkelschmiede bauen wir auf jeden Fall. Können wir noch weitere Helden? Nee, haben wir nicht. Mauerknoten. Wir sind hier fertig. Bauen wir hier zwei Türme zur Sicherheit. Falls wir hier angegriffen werden, so aus vom. Oder spontan besser gesagt. So. Die Dunkelheit wird siegen. Ich greife jetzt einfach mal mit allem, was ich habe, an. Und. Falls. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Ah ja. So, rauf da. Ja, okay. Nein. Die greifen natürlich die eigenen Soldaten hier an. Warum sollten wir eigentlich von vorne angreifen, ne? Ja gut, die sind vorbereitet hier, ne? Wir haben das Lager des Feindes entdeckt. Oh, okay. Sie widersetzen sich. Dieses Land wird leiden. So, schauen wir mal. Die Schlacht hat begonnen. Ich muss jetzt aufpassen. Es gibt keine Ordnung. Eher so auf den Hexenkönig hier. Wenn der Hexenkönig schnell stirbt, dann wird er nach Hause geschickt.